Kinderhospizarbeit bei uns im Land gibt. Kinderhospizarbeit ist ein Ehrenamt, ein Engagement, das aufzeigt, es gibt vielfältige Möglichkeiten, lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Angehörigen außerhalb der Krankenhäuser beizustehen. Vier Auszeichnungen wird es heute in den Kategorien Hörfunk, TV und Buch geben. Und ich danke allen, die am zustande kommen, dieser Preisverleihung, einschließlich eben auch der 10-jährigen Jubiläumsfeier mitgewirkt haben und sie heute gestalten. Und so steht hinter jedem unheilbar kranken Kind, unheilbar erkrankten Jugendlichen, immer eine individuelle Geschichte. Und es braucht Menschen, die diese Geschichten auch erzählen, die in Worte fassen, was im täglichen Alltag geschieht, was oft als selbstverständlich wahrgenommen wird. Und daneben betreibt der Deutsche Kinderhospizverein unter anderem auch die Deutsche Kinderhospizakademie und richtet jährlich das Deutsche Kinderhospizforum aus, ein viel beachteter Platz oder Marktplatz des Austausches aller Beteiligter der Kinderhospizarbeit. Denn Wesen der Stiftung ist es, dass sie grundsätzlich für die Ewigkeit errichtet ist, das heißt, ihren Kapitalstock, der eingezahlt wurde, dauerhaft erhält. Dann ist hier und heute der richtige Tag, Ihnen, Lebensmittelgewitz, ganz herzlich dafür zu danken, für 10 Jahre Vorstandsarbeit in der Stiftung, für die Arbeit davor im Kinderhospizverein und für alles das, was Sie mit Margret Markov zusammen getan und geleistet haben. Vielen herzlichen Dank und wir sagen alles Liebe, alles Gute, vielen Dank für das, was wir wollen. Die Kinder- und Jugendhospizarbeit ist für Familien eine verlässliche an der Seite sein. Sie ist die Förderung von Gemeinschaft und sie ist Unterstützung. Sonnenschiff im Hafen liegt bereit, wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit, die große Fracht des Sommers ist verladen. Natürlich ist es einfacher für die Medien, Geschichten zu berichten, von Geschichten von Menschen zu erzählen, bei denen irgendwo ein Happy End auch mitschwingt. Das Problem dabei ist, die, denen es letztlich am schlechtesten geht, die fallen gerne mal durch dieses mediale Raster. Und gerade die, so glaube ich zumindest, brauchen Berichterstattung. Und zwar nicht nur, weil damit natürlich auch die Spendenbereitschaft steigt, sondern weil, und das steht ja auch so in der Ausschreibung dieses Preises, weil sowas das Thema Tod und Sterben aus dem Tabubereich holt. Was macht ein Leben lebenswert? Wann ist es das nicht mehr? Wer sollte, kann, darf darüber entscheiden? Ein großartiger Beitrag. Wir gratulieren herzlich zum Medienpreis Tom in der Kategorie Hörfunk. Ich hoffe, dass mein Beitrag, dass meine Sendung einen kleinen Beitrag zur Ermutigung dieser Eltern leistet und zur Ermutigung all derer, die diese wichtige Arbeit tun und um bessere Bedingungen kämpfen. Liebe Frau Gantenbrink, ich gratuliere Ihnen sehr, sehr herzlich zum Medienpreis der Deutschen Kinderhospizstiftung. Wir haben den wirklich verdient. Ich freue mich auf viele weitere Artikel und Bücher. Bitte machen Sie weiter. Genau, ich habe eine Geschichte geschrieben über ein sehr beeindruckendes Mädchen, Jacqueline. Ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn man 17 ist und stirbt, wo das Leben doch eigentlich gerade erst losgeht. Da mitten rein knallt so eine verdammte Krankheit. Und ich habe das allerschönste Kompliment zu dem Artikel von Silke selbst bekommen und von Jolien. Und zwar, als sie es gelesen haben, haben sie gesagt, weißt du, Nora, genau so war es. Und das fand ich einfach wahnsinnig schön. Und hier unter der Maske sehe ich dich.
Honorarium der Deutschen Kinderhausspielzunft verleiht heute bereits zum zweiten Mal dir, liebe Simone, quasi als Wiederholungstäterin, den Tom Medienpreis der Deutschen Kinderhausspielstiftung im Bereich Fernsehen. Ja, gut, man muss einfach lernen, mit seinem anders, mit die anders zu planen. Die jungen Männer kennen sich seit der Schulzeit. Und diese Reise ist einer der Höhepunkte ihrer langen Freundschaft. Durch Nico seinen körperlichen Verfall wurde Nico nach und nach immer mehr der Kopf sozusagen unseres Freundeskreis. Und wir waren sozusagen sein körperlicher Ersatz, seine ausführende Hand. Das Leben, wie es da so stattfindet, das passt genau für den Film. Ja, und deshalb bin ich ganz dankbar, dass ich diesen Film bei meinen 37-Grad-Kollegen ins Programm hieven konnte und freue mich jetzt hier zu stehen und einen zweiten Tom mit nach Hause zu bringen. Herzlichen Dank. Marion Goetz, Mutter von Joshua, die nimmt den Leser mit auf eine Fahrt durch das kurze Leben ihres Sohnes. Joshua ist mit 13 Jahren gestorben. Liebe Frau Goetz, der Sonderpreis der Jury des Tom 2016 soll Ausdruck unserer Anerkennung sein. Ihre Bücher zeigen, es muss einen Platz geben in diesem Leben, für jedes Leben. Der Josch hat mir den Auftrag gegeben für das Buch Ich, Joshua, mein Leben. Er wollte von mir, dass ich ein Buch schreibe, nicht nur über sein Leben, sondern es sollte Ausdruck sein für alle diese Kinder. Es sollte allen diesen Kindern eine Stimme geben. Dieser Preis gibt mir jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich meinen Auftrag vielleicht erfüllt habe, dass ich was geschafft habe, was der Josch von mir wollte. All diesen Kindern eine Stimme geben und so darf dieses Buch vielleicht auch ein bisschen stellvertretend für alle anderen Kinder stehen. Ich wünsche Ihnen alles Glück der Erde. Kleinigkeiten jeden Tag aufs Neue an.